Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es um das Thema Dankbarkeit, mal anders betrachtet. Du hast bestimmt schon mal was davon gehört oder vielleicht praktizierst du es ja auch, dankbar zu sein. Vielleicht hast du auch ein Dankbarkeitstagebuch, wo du jeden Tag oder zumindest ab und zu, wenn du mal dran denkst, dir aufschreibst, für was du dankbar bist. Ich sehe gerade, ich habe auch schon Zuschauer hier. Wer es ist, kann ich leider nicht sehen, aber ich freue mich über ein Herzlein oder einen Daumen hoch. Dann weiß ich auch, dass ich hier gut zu sehen und zu hören bin. Facebook zeigt mir das nicht immer an, wer hier live mit dabei ist. Deshalb gerne auch mal ins Kommentarfeld reinschreiben. Vielleicht sehe ich dich dann hier auch, wer schon live dabei ist und kann dich auch persönlich noch begrüßen. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Dankbarkeit. Bestimmt hast du davon schon mal was gehört, wie sinnvoll es ist, dankbar zu sein, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Vielleicht machst du das auch oder vielleicht denkst du morgen so in einem kleinen Ritual einfach nur an die Dinge, für die du dankbar bist. Und wenn ich dich jetzt frage, kannst du auch gerne mal einen Kommentar reinschreiben, für was du dankbar bist. Dann fallen dir vielleicht so Dinge ein, wie ich bin dankbar für meine Arbeitsstelle, ich bin dankbar für meine Familie, für meine Kinder, für meinen wunderbaren Partner. Ich bin dankbar, ja, dass heute die Sonne draußen scheint. Oder dass ich gesund bin. Oder was auch immer. Vielleicht sind das so die, ich sag's jetzt mal, üblichen Dinge, die dir einfallen, die du schreibst. Oder ich bin dankbar, dass ich wunderbare Eltern habe. Oder was auch immer. So in der Richtung. Und jetzt, und deshalb habe ich das auch hier so genannt, Dankbarkeit mal anders betrachtet. Das sind alles Dinge, für die du dankbar bist und auch solltest, das ist auch wunderbar, die im Außen sind. Meine Liebe, mein Lieber, wie wäre es denn, wenn du mal dankbar bist für dich selbst? Wenn du mal dankbar bist für dich selbst, für dein Sein, für deine Einzigartigkeit, für die tief in dir sitzende Liebe zu dir selbst, für das tief in dir sitzende Vertrauen in dich selbst, für das tief in dir oder für den tief in dir sitzenden Glauben an dich selbst, für deine Zellen und deine Organe, für deinen wunderbaren Körper. Wie wäre das, wenn du mal beginnst, für dich selbst dankbar zu sein. Also mal die Aufmerksamkeit mehr auf dich selbst richtest im Hinblick auf Dankbarkeit. Zusätzlich natürlich gerne auch auf die Dinge im Außen, für die du dankbar bist. Aber wie wäre es, wenn du dich mal an erste Stelle setzt und für dich selbst dankbar bist, für dein wunderbares Wesen, für deine wunderbare Persönlichkeit, für dein Leben, dass du das Licht der Welt hier erblickt hast, dass du ja einfach bist, für deine Authentizität, für deine Einzigartigkeit. Wie wäre es, für diese Dinge mal die Aufmerksamkeit zu richten und dankbar zu sein? Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn du so mal beginnst, dankbar für dich selbst, für dein Sein zu sein, dann schenkst du dir damit Aufmerksamkeit und kannst wachsen. Du kannst auch dankbar sein für dein Sein außerhalb deines sichtbaren Körpers, also außerhalb deines materiellen Körpers, was du siehst. Du kannst auch dankbar sein für deine physischen Körper, für deine feinstofflichen Körper. Physischer Körper ist das, was du siehst. Für deine feinstofflichen Körper, für dein Energiefeld, für deine Aura, für deine Ausstrahlung, für dein Charisma. Und dann
Wenn du in der Richtung unterwegs bist, dann wirst du merken, wie viel leichter es ist, weil du diesen Dingen dann eben auch Aufmerksamkeit schenkst, das in dir verborgene Potenzial zu entdecken, deine Kreativität wieder zu entdecken, deine Einzigartigkeit wirklich zu entdecken und so deinem wahren, ich nenne es jetzt mal göttlichen Kern, bitte ohne religiöse Behaftung, näher zu kommen, also deinen Seelenplan zu entdecken und auch, ja, der zweite Schritt ist dann eben auch, dir die Anleitung zu holen, wie du ihn eben auch leben kannst, ans Tageslicht bringen kannst. Okay? Also, kleine Anregung im Hinblick auf Dankbarkeit. Sei dankbar für dein Sein, für deine Einzigartigkeit, für dein Potenzial, für dein wunderbares Energiefeld, für dein Charisma, das du ausstrahlst, für die wunderbaren Energien, die dich umgeben, für das, was dich selbst ausmacht. Okay? Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ganz liebe Umarmung zu dir. Tschüss!